bei dem Gedanken, dass am Ende dieser Wahlperiode in unserem Land Nordrhein-Westfalen nicht zwei, drei Städte im Ruhrgebiet, die schlecht gehaushaltet haben, sondern 90% der Städte im Ruhrgebiet unter Haushaltskonsolidierung, also unter Sparzwang, steht, erkennen, dass wir einen Neuanfang brauchen. Und diesen Neuanfang haben wir auch beschrieben, der ist auch in unserem Landtagswahlprogramm jetzt nachzulesen. Wir sagen ja, das Land muss zusammen mit der Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen den Städten helfen, zunächst mal bei der Zins- und Tilgungslast wieder Luft zu kriegen, wieder die Finanzen selbst in den Griff kriegen zu können. Deshalb brauchen wir einen Stärkungspakt Stadtfinanzen. Das wird nicht reichen. Daneben brauchen wir mit dem Bund die Verhandlungen darüber, wer eigentlich die Soziallasten zahlt. Die ärmsten Städte, gerade die im Ruhrgebiet, zahlen die größten Anteile an Unterbringungskosten. Das ist eine der vielen Ungerechtigkeiten. Die Städte mit den meisten Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern bräuchten eigentlich die meiste finanzielle Luft, um soziale Themen zu steuern. Ihnen wird aber die Luft abgedreht, warum? Weil sie die Lasten tragen für die Wohnunterkunftskosten dieser vielen Familien und Einzelpersonen. Und daran gehen viele Städte alleine am Stock. Deshalb sagen wir, wir brauchen eine Neuverteilung dieser Lasten. Gerechtigkeit muss sich eben im Alltag erweisen. Und dazu zählt auch, dass wir sagen, wir in Nordrhein-Westfalen haben immer Solidarität zu tun. 35 Jahre, gerade in Städten wie hier, haben die Kumpel und die Stahlwerker der Region mit ihrer Hände Arbeit dazu beigetragen, dass Nordrhein-Westfalen nach Bayern und Baden-Württemberg Finanzhilfen geben konnte. Die haben ihren Strukturwandel weg von der Landwirtschaft hin zu einer entwickelten Industrie- und Mittelstandsgesellschaft mit unserem Geld mitfinanziert. Dann kam die Einheit. Wieder haben wir gesagt, ja klar sind wir bereit, Solidarität zu leisten und zu üben. Wir bezahlen mit. Aber inzwischen ist es so, dass Städte, die selbst nichts mehr in der Kasse haben, die im Grunde das Alltagsgeschäft schon über Überziehungskredit finanzieren, diesen Überziehungskredit nochmal überspannen müssen, um Städte wie Leipzig, Dresden und Rostock zu finanzieren. Das stimmt doch irgendwas nicht. Und deshalb sagen wir, Solidarität kann nie eine Einbahnstraße sein. Wir müssen dazu kommen, dass Solidarität da geübt wird, wo die Probleme sind, egal ob in West oder Ost. Und deshalb brauchen wir den Solidaritätsbegriff, der sagt, jetzt ist auch mal wieder der Rechte dran, wenn die Not im Westen groß ist.